Hab gestern Matthias getroffen. Trinkt jetzt Club Mate, Jobber Nevrot. Hipster geworden, bleibt der Bastard. Ich schwöre, ich hab schon immer gewusst, irgendwas stimmt mit dem nicht. Immer bleibt, wenn wir nach dem Fußball Fetzerei hatten, bleibt, hat sich immer mit seinen Naturfreunden getroffen, Jobber Nevrot. Was bezahlst du für deine Wohnung? 1600 Euro. 1600 Euro, Jobber Nevrot. Ja dann. Für 1600 Euro, Jobber Nevrot. Bratucha, ich kann mal zahlen. 250 Quadratmeter Villa, Chojak. Plus Solarium, Chojak. Plus BD, diese zweite Toilette, wo auf Knopfdruck dein Arschloch spült. Alles inclusive bleibt für 1600 Euro. 1600 Euro für Loch mit kaputten Fenster. Bis der Sprikin bleibt. Ich schwöre dir, Wallahi bleibt. Hipster kommt immer aus reichen Familien, Jobber Nevrot. Die kaufen sich immer Klamotten, da kostet Pulli 500 Euro bleibt. Weißt du, wie der aussieht? Als ob meine Oma bleibt bei Volvo einkaufen geht. So sieht der aus. Da. So. So ist er. Abgehoben bleibt. Sein Laptop kostet so viel, da kannst du damit bleibt Außenminister in Kirgisistan, wirst direkt sofort gewählt. Bis der! Aber gleichzeitig, Bratuch, habe ich gesehen, wie beim Adana die Leute das Brot übrig lassen bleibt und er isst das dann. Wie so Taubal. Das ist was Gutes für die Umwelt. Ich container jetzt. Bis der bleibt. Macht so auf Naturverbunden, hat aber noch nie in den Wald gekackt. Rasiert sich plötzlich nicht mehr unter den Achseln. Bis der. Richtig ekelhafter, richtiger räudiger bleibt geworden. Ich gehe jetzt mich mit meinen Freunden treffen auf einen entkoffinierten Rhabarber-Kaffee. Im Coworking Space. Und ist dann abgehauen bleibt mit seinem Jutebeutel auf dem Rücken. Bis der bleibt, als ob ich Psychiatrie bin, Jobber Nevrot. Aber ich werf's ihm nicht vor. Ich habe einfach das Prinzip jetzt verstanden. Es ist immer so, dass wir immer das Gegenteil von dem wollen, was wir eigentlich haben. Hakan, der bewaffneten Raubüberfall vor 2 Wochen gemacht hat. Der will schön ein Häuschen mit Vorgarten, mit Solargartenzwerg, weißt du, dieser, der immer nachts leuchtet bleibt. Und Matthias, der mit goldenem Löffel im Mund aufgewachsen ist, der will das Gegenteil, der will ins Ghetto. Aber nicht zu hart, so Prenzlauer Berg, damit es nicht gefährlich ist. Deswegen habe ich seinen Laptop verkauft. Bis der Jotte guckst du mich so vorwurfsvoll an, bleib. Ich hab's für ihn gemacht. Er will das. Er wollte das. Ich weiß das. Der möchte dieses Ghetto-Gefühl und ich geb's ihm. Dieses Smooth Criminal. Und Slavik weiß schon, wie er das mit reinbringt. Verstehst du? Dieser Narcos-Feeling. Slavik ist wie Robin Hood. Ich hole es von den Reichen und geb's den Armen, bleib. Dadurch, so eine Geschichte, die er seinen Freunden erzählen kann, dass ein Laptop weg ist und dies, das, ist viel mehr wert, als so ein Laptop kostet. Als so ein Laptop jemals kosten kann. Ha!